folgende Bericht wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Hergiswil. Hergiswil, ein Dorf am Napf, das für Aufsehen sorgt. Mit herausragenden Leistungen von Personen und Vereinen. Sei es im Sport, in der Kultur oder gesellschaftlich. Leistungen, die verdienen, dass man mit einem speziellen Anlass darauf hinweist und sie gebührend würdigt. Der Ehrungsanlass Hergiswil 2016 wartet mit erstaunlichem auf. Da auf deinem Sender für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, könnt ihr das sehen. Sehen Sie nun einen weiteren Teil. Werte Anwesende, werte Geehrte, liebe Katharin, als Laudatorin oder als Laudator möchte man den Verdienst von einer geehrten Person möglichst genau aufzeigen. Wir möchten ihre geleistete Arbeitseinsatz, ihre Aufwendungen möglichst gerecht darstellen. Und wir möchten den anwesenden Leuten auch zeigen, was für ein Wirken die Person gemacht hat. Die Aufgabe zu erfüllen, das hat mich im Vorfeld ein bisschen nervös gemacht, macht mich auch jetzt noch ein bisschen nervös. Ich hoffe, dass ich dem gerecht werde, was ich euch heute über Katharin Röllich-Richter erzählen möchte. Ich möchte sie Ihnen heute ein bisschen näher vorstellen. Aus meiner Sicht natürlich. Es werden Leute geben, die sie auch schon lange können. Es werden Leute geben, die sie noch nicht so gut können. Ich darf ohne Blöffen sagen, ich kenne Katharin schon mein ganzes Leben lang. Und so eine Beziehung, das tut ihn natürlich prägen. Katharin ist am 1. März 1965 in Hergiswil auf die Welt gekommen. Sozusagen als mittleres Kind von 11. Ich 1,5 Jahre später. Wir haben also wortwörtlich miteinander im Sandkasten gespielt. Manchmal mit Streit und manchmal ohne Streit. Im Oberheim, wo wir beide gewohnt haben, dort war immer etwas los. Wir Kinder haben alles Mögliche gespielt. Wir haben Völkis gespielt, Fangis gespielt, sind auf Stangen herumgeturnt, sind verbotenerweise auf die Garagedachel geklettert, sind mit Velos herumgefahren oder haben uns im Sommer in der Sonne gebrötelt. Bei mir leben mit dem Ergebnis von Sonnenbrand, bei der Katharin immer mit einer schönen Brühe. Im Winter sind wir natürlich den Hang beim Fischerhaus abgefahren mit den Schlitten oder den Ski. Das waren ja auch noch Winter, wo es meterweise Schnee hatte, wo man das machen konnte. Wir Mädchen haben alle zusammen in der Jugend angefangen. Und Katharin konnte dort ihre grosse sportliche Bandbreite schon gleich einmal zeigen, und das schon in jungen Jahren. Ich habe eine Rangliste gesehen, vom kantonalen Jugendtag 1976, da ist sie im 13. Rang bei den Schülerinnen C platziert worden. Und wir haben hier ein Foto von ihr, wo man sie beim Kugelstossen sieht. Das war im Jahr 1981 in Martini. Ich nehme an, das wird auch ein Jugendsportart sein. Natürlich hat sie sich an ganzen Haufen anderen Sporttagen immer wieder ganz weit vorne platziert. Aber all die vielen Teilnahmen und Rangierungen alle aufzuzählen, das würde den Rahmen vom heutigen Abend eindeutig sprengen. Ich kann nur so viel sagen, sie ist bis in die heutige Zeit immer wieder an Sportfest im Wahlmehrkampf in vordersten Plätzen platziert gewesen. Ihre ganz grosse Erfüllung hat sie aber im Volleyball gefunden. Das ist hier, wo das aufgekommen ist, etwas ganz Neues gewesen, auch zu Hergiswil. Ihre grosse Schwester Pia war schon dabei gewesen, und wir junge Mädchen wären doch auch so gerne ins Volleyball gegangen, sind aber noch zu jung gewesen. Und wir haben die Frauen so bewundert und haben so gerne Volleyball spielen und sind glücklich gewesen, wenn Pia uns ein paar Bälle zugerührt hat und wir so den gleichen haben können tun. Ich glaube, ihr ist das ein bisschen gleich gegangen wie mir. Als Katharin die endlich ins Training gehen durfte, hat sie uns anderen Kindern im Oberheim aber mit Augen ausgedacht, das Gelehrte beigebracht.
Auf dem Platz hat sie uns dort den Bau zugerührt und uns gezeigt, wie man Manschetten macht, wie man Pässe spielt und alles, was dazugehört. Wir haben sie wahrscheinlich mehr als einmal genervt, weil wir das immer wieder machen wollten. Wir haben das stundenlang gemacht auf dem Platz, über eine gespannte Schnur die Bauer hin und her gespielt. Ich denke, dass er uns alle ein bisschen geprägt und am meisten, dass wir immer wieder müssen in den Bau nachgucken. Weil da ist jemand mal den Hocker abgerollt. Nur schon wegen dem haben wir probiert, möglichst richtig und gut zu spielen, dass wir die Bälle immer schön auf dem Platz hatten. Schon dort hatte Kathrin ein Händchen dafür, dass sie die Sportart in Jüngeren weitergeben konnte. Sie ist eben jemand, der wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen ist. Sie findet schnell Kontakt und ist eine offene und liebenswerte Person. Mit der kann man nämlich rausstellen und mit der kann man sich auch das Gefühl lachen. Sie ist aber auch eine, die sich nicht scheucht, wenn es nötig ist, einmal auf den Tisch zu klopfen. Ich denke, das ist eine sehr gute Voraussetzung für eine Trainerin. Volleyball war dort in Serviswil Baumsport und wir hatten wahnsinnig viele Mannschaften. Zwei Frauen, soweit ich mich erinnere, eine Seniorinnenmannschaft, sogar eine Mannenmannschaft hat es mal gegeben und natürlich immer die Jungen. Kathrin war immer eine der Besten und immer eine der Motiviertesten. Sie hat cooles Training ausgehen und hat sogar weite Wege aufgenommen, wo sie ihre Ausbildung im Melchtal zur Familienhelferin gemacht hat. Für sie war es Selbstverständlichkeit, trotzdem ins Training zu kommen. Und sie hat auch später, als sie gearbeitet hat, immer wieder versucht, ihre Termine ums Volleyball herumzulegen. Sie war auch eine der wichtigsten Leistungsträgerinnen, die wir in Serviswil mal aufgestiegen sind in der zweiten Liga. Es war nur ein kurzer Kuh, aber eine gute Erfahrung. Sie war auch einmal in Wilisau in der ersten Liga-Spielerin. Leider ist dort ihr Verletzungshex etwas zum Verhängnis geworden. Sie hat vorher schon einmal Knieverletzungen hatte, massive Knieverletzungen und hat sich in Wilisau ein Bänderriss am Fuß zugezogen. Also sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Stolperstein. Doch Kathrin ist nicht jemand, der sich von solchen Sachen aufhalten lässt. Ich kann nur sagen, ich bewundere die Energie, die Kraft und den Willen, sich nicht von Verletzungen aufzuhalten, sondern wieder zurückzufinden und alles zu geben, um wieder zurückzufinden. Einfach, weil man so gerne Volleyball spielt. Für Kathrin ist das Spielen immer an erster Stelle gestanden. Sie hat das geliebt, Spielen. Sonst hat sie es wahrscheinlich nicht bis heute gemacht. Es ist zwar selten oder andere WWE dazugekommen, wie das halt mal im Älterwerden so ist, aber sie springt den Bau immer noch nach und bewegt sich wie ein junges Reli. Sie ist eine, die mindestens 150% sieht, etwas, wo sich andere könnten eine Scheibe davon abschneiden. Auch als die Umstände der Fusion vom Sportverein Herbiswil und VBC Wilisau von den Mannschaften ergeben haben, war sie die, die integriert hat und Vertretung war von den Herbiswiler Spielerinnen. Das war nicht immer ganz so einfach. Und als man die Zusammenarbeit wieder aufgelöst hat, war Kathrin dafür besorgt, dass man wieder unter dem Sportverein-Logo eine Mannschaft angemeldet hat, die spielt und bis heute spielt. Was sie immer mit ganz viel Elan und Freude gemacht hat, war trainieren mit den Jungen. Ihr Wissen und ihr Können weiterzugeben. Sie ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir schon seit langem ein Angebot für Minis und Juniorinnen haben, hier in Herbiswil. Jede Woche ein Training vorbereiten, an den Wochenenden ein Turnier mit ihnen machen, das Volleyball im Vorstand des Sportvereins vertreten, und alles, was damit zu tun hat, zu organisieren. Und das hat sie alles gemacht, neben so ein paar wenigen Sachen, die so im Leben anfallen, wie ein Mann, zwei Kinder. In der Guggenmusik war sie Mitglied. Sie hatte ein eigenes Geschäft mit dem Sport- und Schuh- und Modeshop. Später ihre Arbeit im Altersheim, in der Pflege. Und dann ganz nebenbei noch eine Ausbildung, Berufsbegleitung zur Fachfrau. Gesundheit. Und nicht nur mit dem, sie ist auch eine, die immer bereit ist, an Sportfest in einer Mannschaft im Volleyball oder Netzball dabei zu sein. Oder wenn Hilfe gebraucht wird,
Sie ist die Erste, die zusagt, wenn es irgendwie geht. Und wenn man ihnen so zuschaut, dann denkt man, das ist ja scheinbar nur eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit ist etwas, was sie wohl schon gegen die 30 Jahre macht. Da ist vielleicht meine Zeitrechnung jetzt ein bisschen anders als die von der Jury, die seit 25 Jahren. Auf jeden Fall, es ist eine unglaublich lange Zeit. Eine lange Zeit, wo sie sich fürs Volleyball und ganz im Sport allgemein eingesetzt hat. Da kann ich nur sagen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Ich kann beurteilen, was es braucht, sich immer wieder zu motivieren. Die Geduld nicht zu verlieren mit den Jungen und sich die Freude bewahren. Und ich kann Ihnen sagen, die Jungen heute, die sind einfach nicht mehr wie wir früher gewesen. Die verhalten sich ganz anders. Und da braucht es einen Haufen gelebte Jugendlichkeit, um bei dieser Entwicklung erfolgreich nachzukommen. Du, Kathrin, hast das immer können. Die Jungen mit dem Elan mitzureissen, dich selber mitzureissen und dich nicht von Verletzungen aufhalten zu lassen und dir die Freude am Volleyball zu bewahren. Jahrelang hast du Geduld für die kleinen und grösseren Volleyballerinnen gehabt und hast ihnen bei der Entwicklung geholfen, hast dich aber in ihren Schritt, den sie gemacht haben, erfreut und an den Fortschritt. Und hast sie akzeptiert, wenn sie zu den Grossen sind, spielen als gleichwertige Spielerinnen. Das kann nicht jeder. Wie viele Stunden hast du da aufgewendet hast, das werden Tausende gewesen sein. Das können wir gar nicht mehr alles herausfinden und erlernen. Dafür möchte ich dir im Namen des Sportvereins und von der Gemeinde Hergiswil ganz herzlich danken. Und auch im Namen der Volleyballerinnen, die dank dir die Faszination und die Freude für die Sportart vermittelt bekommen haben. Du trägst jetzt einen Schritt zurück, spielst nicht mehr selber und trainierst auch die 5-Liga-Mannschaft nicht mehr. Aber du bist weiterhin als Trainerin der Jungen aktiv. Und wir hoffen natürlich auf mindestens zusätzliche 30 Jahre. Kathrin, ganz herzlichen Dank für deinen ganz grossen Einsatz. Ich denke, Sie haben einen grossen Applaus verdient. Herzlichen Dank, Conny, für die wunderbare Gratulation. Merci vielmals. Herzliche Gratulation dir, Kathrin, für die tolle Leistung. Wir haben mehr als 25 Jahre herausgehört. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, die Zahlen, die hier eingeblendet sind, das sind die, die uns gemeldet werden. Sollten die nicht ganz stimmen, tut mir das leid. Aber wir übernehmen das, was wir gemeldet bekommen. Ich habe jetzt auf der Laudatio noch so ein paar Sachen entnommen. Seit Daniel noch, Karin, du hast ein paar Verletzungen gehabt. Und das Sprichwort sagt ja, nicht derjenige, der hinfällt, ist schwach, sondern derjenige, der liegen bleibt. Und du bist immer wieder aufgestanden, das beste Beispiel für alle Sportlerinnen und Sportler, wenn einmal ein Teufel kommt, eine Verletzung, Kopf hoch, aufstehen. Und wie hat Anita Weyer mal gesagt, bring ab und säcken. Und das hast du während der 25 Jahre gemacht. Und es steht nie, dass du aufhören willst. Ich denke, in 27 Jahren sind wir einander wieder da. Herzlichen Dank für deine Antwort, Kathrin. Danke vielmals. Dann darf ich Frau Sandra Berner zu Bach auf Bühne bitten. Sie wird die nächste Ehe vornehmen. Hallo zusammen. Hallo. Ich habe hier den Auftrag bekommen, ich müsste hier noch etwas sagen. Da habe ich mir hier Gedanken gemacht. Und zwar geht es um die Schützengesellschaft Hergiswil. Wir hatten hier 5 Männer, die haben etwas erreicht, das in die Geschichte geht von der Schützengesellschaft Hergiswil. Anfangs tut alles am Winterschießen, Anfang März. Dort starten
gesamtschweizerisch 3150 Gruppen. Und im Kanton Luzern kommen 102 Gruppen weiter. Sie waren auf dem 24. Rang. Dann kommt eine kantonale Zwischenrunde. Dort haben sie Zwischbach den 13. Rang geschossen von 48 Gruppen, die sich weiter qualifiziert haben für auf Emmen. Der Puls ist schon etwas gestiegen. Man konnte fast nur mit ihnen reden. Dann wurden sie gezählt worden von diesen 48 Gruppen. Hier mussten sie drei Hauptrunden schiessen. Dort haben sie mit sehr guten Resultaten den Sprung definitiv geschafft für auf Zürich. Von hier weg, wo sie das gewusst haben, ist die Nervosität gestiegen. Der Elmi und der Sigu haben dank dem auf endlich eine neue Schiessjacke gekauft. Dort hat halt alles müssen stimmen. Die Zürcher nein, halt genau. Am 5. September 2015 war es so weit. Die Nerven hatten nicht mehr alle unter Kontrolle. Das Gewehr hat nicht mehr richtig funktioniert. Man muss halt richtig zusammensetzen, sonst tut es nicht selber nachladen. Gesamtschweizerisch sind am Schluss von 40 Gruppen, also gesamtschweizerisch sind am Schluss 40 Gruppen weitergekommen. Und dort haben die fünf Männer den 18. Rang erreicht. Sie haben viel geleistet und sie können stolz sein, was sie hier geleistet haben. Und wer weiss, vielleicht gibt es so ein Ereignis wieder. Ihr seht jetzt noch warm und die Flinten hat er entstolpert. Und Spinoppeln sind draussen. Eine gute Saison und weiterhin guten Schuss. Heute auch vorgekommen. Der Siegel, der Reini, der Hänsel, der Fizu und der Elmi. Sandra Berner-Dubach, recht herzlich für die Laudatio. Sie hat noch ein bisschen Spass drin gebracht. Ich glaube, der, was wir nicht zusammengesetzt haben, hat das extra gemacht. Er hat eigentlich gewählt, dass die anderen etwas slapp haben und nicht nervös werden. Das ganze Zinken, wie wir gesehen haben, hat das sehr, sehr gut gemacht. Dann Alexander und Orte, der Schütze, Jung und Alt, ich sage das jetzt so wüst, aber das trifft wahrscheinlich wirklich zu. Der Junge ist der Präsident und der Alte ist der Meisterschütz. Also der Reiner und der Sigmar, die haben dafür gesorgt, dass wir hier so eine tolle Gruppe haben. Auch der Vinzenz sind viele, viele Jahre dabei. Elmar und Hans ebenfalls, Leute, die seit Jahren wunderbare, gute Resultate schiessen. Und dass man unter 3150 Gruppen im 18. Rang ist. Rechnet euch das aus. Wenn man 100 nimmt, ist das 0,6. Also das ist 0,6% im Rang. Also sie haben fast 100% erreicht. Nur 99,4% sind schlechter gewesen, wie wir sind. Also man darf sagen, sie sind hervorragend gewesen. Das ist etwas, was man nie gehört hätte. Und ich glaube, es ist uns gar nicht so bewusst, wie stark das die Leistung ist. Wenn man 99,4% besser ist, als alle anderen in der Schweiz. Top Leistung. Herzliche Gratulation. Guten Schuss, wenn wir weiter so und sollten wir noch steigen, dann wäre das ja fast ein Wahnsinn, aber ich glaube ich alles zu. Alles Gute!
Am Schluss, nach dem Ehrungsanlass, bitte ich alle Leute, die heute geehrt worden sind, auf die Bühne führen zu kommen. Damit die Presse noch ein Stammfoto machen kann. Einfach am Schluss, wenn die Musik zum Auszug, zum Bahnauszug geblasen hat, die Fähne weg sind, dann bitte alle geehrten Personen noch einmal auf die Bühne. Ich möchte jetzt die Musik bitten, sich langsam bereit zu machen und aufzustellen. Dann auch die Fähnchen ran an die Fahne. Ich möchte zum Dank kommen. Ganz herzlich danken, möchte ich im Namen von der Jury und der ganzen Bevölkerung von Hörnschwil. Allen Einzelpersonen und Vereinsverantwortlichen, die einen grossen Beitrag leisten, damit unsere Vereine so erfolgreich sein können. Dann einen ganz speziellen Dank an alle die Leute, die am heutigen Abend irgendeiner Form mitgewirkt haben. Allen voran möchte ich hier den Gemeindepräsidenten Urs Kriener erwähnen, der sehr viel macht für das Gemeindewohl von Hörnschwil, der sehr engagiert ist und auch heute Abend wieder ganz spontan zugesagt hat, die Generalmandat zu machen, immer wieder für eine Überraschung gesorgt ist und das immer sehr locker macht. Urs, sehr recht herzlichen Dank für dein Engagement. Ebenfalls möchte ich ganz herzlich danken an den Napfbiker. Napfbiker Hörnschwil, die können nicht nur wunderbar gut biken und Bike-Marathons organisieren. Ich habe heute festgestellt, sie sind auch äußerst geeignet, für in einer Festwirtschaft eingesetzt zu werden. Ich denke, die Vereine, die nächstes Jahr ein grosses Fest organisieren können, haben das heute Abend in ihren Büchern auch notiert. Dann möchte ich danken in der ganzen Gruppe der Jury. Es ist das Gemeinderätin Renat Andriu, die verantwortlich ist für den ganzen Anlass, der die Pferde zieht, der das organisiert, der auch verantwortlich ist für die Meldung, die reinkommt, die Jury zusammenrufen und die Jury schauen, welche gemeldeten Resultate dürfen wir ehren und welche dürfen wir nicht ehren. Dann der Präsident der Musikgesellschaft Hörnschwil, Stefan Bucher, die die Gruppe aktiv durch die Bitte leben, mit guten Ideen von jungen Leuten, dass es das Spass macht. Dann die Sozialvorsteherin Anna Christen, die hier auch schon länger mitwirkt, ganz souverän mitgearbeitet, auch dir Anna, herzlichen Dank. Dann vom Sportverein Hörnschwil Marie-Therese Rupp, dann vom Jodelclub Roland Schmid, von der Hornhausen-Gesellschaft Schüssel Schneider und als neutrale Person, und vor allem die Person, die uns auch immer wieder daheim, wie es geht, welche Personen aus dem Bereich Kultur und andere Verdienste können ehren, der Schulleiter Peter Schwäger, der leider im Sommer abtritt als Schulleiter, aber ich denke, er bleibt uns in der Jury noch manches Jahr erhalten, weil die Jury Funktion und Schulleitung hat nichts miteinander zu tun. Herzlichen Dank an euch allen, die hier mitarbeiten. Dann in Matthias Kunz, er hat die Präsentation zusammengestellt. Er ist besorgt, dass das alles läuft. Er ist auch heute oben der Operator. Er ist hier am Mischpult und er schaut, dass rechtzeitig die Bilder hier auf die Leinwand flimmern. Dann, wenn der Musik kommt, dann möchte ich der Musik noch danken, dass sie es auch hören. Aber da muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen warten. Wenn die Musik dann spielt und der Auszug nachher vollzogen ist, dann können ihr ja alle meine Schwören hier gärten. Und vor allem haben wir nachher dann ein Abbrotsgut, das auf der Gemeinde offeriert wird. Der wird dahinter bereits aufgestellt. Und ich möchte noch einen kleinen Hinweis machen auf das Jahr 2017. Das nächste Jahr für die Gemeinde Hörnschwil 800 Jahre Jubiläum. Ihr werdet verschiedene Anlässe diesbezüglich dürfen besuchen. Bitte euch einfach durch das Hörnschwil leben, ganz regelmässig lesen, durch die Homepage der Gemeinde, für die Sendung, für die Landwirt, Aktivitäten und selbstverständlich haben wir euch jetzt schon ans Herz. Wenn ihr angefragt werdet, sagt es spontan zu, dann kommt ihr mit. Und wenn ihr nicht angefragt werdet, das können wir suchen. Also im nächsten Jahr, 800 Jahre, Hörnschwil. Die Musikgesellschaft ist bereit und in der Leitung von Philipp Teiler. Ich möchte der Musikgesellschaft recht herzlich danken
dass sie sich wiederum spontan reingeklappt hat, heute oben den X-Anlass musikalischen Rahmen und den wunderbaren Stück hier aufzustellen. Die Musikgesellschaft Herbisil ist ein Verein, der seit Jahren die uns sehr viel Freude bringt. Auch hier sehen wir immer wieder junge Leute in der Reihe der Musikgesellschaft, dass zügig auch, dass auch der Verein hervorragend geführt ist und vor allem, dass man die erlernten Sachen aus den Musikschulen nachher auch umsetzen und nutzen kann. Herzlichen Dank, der Leute der ganzen Musikgesellschaft für uns angehört. Merci vielmals. Geschätzte Damen und Herren, es bleibt mir jetzt noch übrig, euch recht herzlich zu danken für das Erscheinen heute oben. Und ich hoffe, dass ich Sie nächstes Jahr hier wieder begrüßen darf. Ich wünsche Ihnen in der Zwischenzeit ganz herzlichen Erfolg, sei das sportlich, sei das kulturell oder sonst welcher Art. Herzlichen Dank für so unser Schönen. Schönen Abend. Der Bericht hat nur dank dem kulturellen Engagement von der Raiffeisenbank Hergiswil realisiert werden können. Ein recht herzliches Dankeschön.